Dann mal hallo zu meinem zweiten Video über Istanbul. Und vielleicht erkennt ihr es wieder. Wir sind wieder in Yeni Bosna. Und heute will ich euch mal was zeigen. Und zwar, heute fahren wir mal einen Metrobus. So, da unten ist der Metrobus. Der fährt stadteinwärts. Dann hoffen wir mal, dass jetzt auch einer kommt und wir nicht noch 3 Minuten oder 4 Minuten sogar warten müssen. Aber jede Wette, da fällt mir schon was ein, was man erzählen kann. So, also, der Metrobus funktioniert auch mit der Istanbul-Card. Dieser Metrobus führt von einem Ende der Stadt zum anderen, sprich auch über die erste Bosporusbrücke, die jetzt Brücke der Märtyrer vom 15. Juli heißt. Und er fährt 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Natürlich nachts nicht mehr alle 5 Minuten, so wie jetzt unter der Woche, sondern nachts fährt er dann relativ selten und wie nur noch alle 15 Minuten. Weil ich will mich jetzt nicht mit euch hier in so einen vollen Bus quetschen, deshalb schaue ich mal, ob ich ihn finde, der ein bisschen... Ja, ja, das geht. So. Und das Schöne ist, an dem Metrobus hier hinter mir, ja, da seht ihr auch gleich, die sind mit diesen USB-Ports ausgestattet. Hier, ja. Da können also, da kann man auch sein Handy dran aufladen. Der junge Mann hier neben mir, der lädt auch gerade sein Handy aus. Auf, meine ich. Und jetzt nehme ich euch mal mit nach Şişli, weil ich nämlich zur Bank muss. Ich hole halt meine neue Bankkarte ab. Und in Şişli sind auch ganz, ganz, ganz interessante Orte. Den muss ich euch unbedingt zeigen. Den werdet ihr sicherlich auch noch kennen. Sehr weit verbreitet in der Stadt sind auch diese öffentlichen Toiletten. Und das Ganze ist deshalb so interessant, weil man für die nicht unbedingt Bargeld braucht. Da reicht also diese Istanbul-Card aus, mit der man auch den öffentlichen Nahverkehr benutzen kann. Und die kann man dann halt sehr schön benutzen, auch um hier reinzugehen. Das ist ganz praktisch, weil man hat ja nicht mal Kleingeld bei. Aber man hat halt immer seine Istanbul-Card dabei. Und wie ihr seht, die werden auch immer sauber gehalten. Die sind sehr hygienisch. Und man findet die, wie gesagt, an allen größeren Busbahnhöfen oder U-Bahn-Stationen. So, jetzt sind wir am Taksim-Platz bzw. an der U-Bahn-Station Taksim. Und hier habe ich mal gelingert, mit ein paar sehr weit verbreiteten Mythen über die Türkei aufzuräumen. Mythos Nummer 1 ist ja, dass die Türkei energieimportabhängig ist und dass die Wirtschaft im Prinzip nur wächst aufgrund der Bauwirtschaft und das eine Blase ist. Ich will euch jetzt mal was zeigen, was für die ganze Türkei, ich sag mal, sinnbildlich steht. Also was wirklich kennzeichnend ist für die Türkei. Und zwar seht ihr hinter mir nämlich jetzt mal einen U-Bahn-Plan von Istanbul. So, und ihr seht hier hinter mir überall, ja, graue Linien. Da. Und diese grauen Linien, die ihr hier seht, oder hier unten, in dem Bereich, das ist alles im Ausbau. Das ist alles Netz, was in den nächsten Jahren entsteht. Und hier haben wir mal die asiatische Seite. Und ihr seht, allein auf der asiatischen Seite entstehen in den nächsten Jahren mehrere hundert Kilometer Schienennetz. Ja, hier im oberen Bereich auch. Und das ist halt ein Punkt, an dem ich jetzt sage, die Türkei ist ja ein Transitland. Und wenn ich also ein Transitland bin mit einer strategischen, wichtigen Lage,
zwischen Europa und Asien, dann mache ich eins, ich fördere den Transit. Und wie mache ich das? Indem ich die Straßen ausbaue, indem ich das Schienennetz ausbaue, indem ich einfach dafür sorge, dass mehr Waren und Güter durch mein Land transportiert werden können. Und das sieht man halt sehr schön als Beispiel am öffentlichen Nahverkehr in Istanbul. Und so sieht es hier im ganzen Land aus. Also im Prinzip die gesamten Straßennetze werden ausgebaut. Man hat hier so alle zwei Jahre eine neue Brücke, die eröffnet wird. So, jetzt wird es ein bisschen lauter, weil hier am U-Bahnhof immer musiziert wird. Ja. So, jetzt geht's hoch auf den Taksimplatz. Rolltreppe ist mir zu voll. Pardon? So. Und der Taksimplatz ist ja der Platz, wo vor einigen Jahren diese unschönen Krawalle ihren Start genommen haben, was man bei euch ja dann über die Medien in Zentraleuropa als Gezi-Park-Proteste oder Gezi-Park-Aufstand ja, verkauft hat. Und wir schauen uns jetzt mal das Gelände an und beleuchten mal so ein bisschen die Hintergründe dieses Ereignisses. Denn es hieß ja immer, das Ganze wurde ausgelöst durch ein paar Umweltschützer, die sich da an ein paar Wände geklammert haben. Quatsch, an ein paar Bäume. So. Das hier ist halt der größte Taksimplatz. Also ein recht großes Areal, wie ihr sehen könnt. Hier hinter, ganz interessant, das ist das Marmara Hotel. Und das Marmara Hotel ist sehr wichtig für die Geschichte dieser Gezi Park Krawalle. Aber darauf gehe ich später noch ein. Mal gucken. Vielleicht sage ich es auch gar nicht, weil ich werde jetzt sowieso schon einen Teil aus meinem Buch vorwegnehmen. Aber ja, egal. Es wird ja jetzt auch nur ein Video. Ich werde jetzt die Gezi Park Proteste oder ich nenne sie Krawalle, nicht im Einzelnen beschreiben. Ich will nur, weil ich schon mal in der Nähe bin, einfach nur mal drauf eingehen. Und zwar, ich weiß ja nicht, wer von euch Fußball spielt. Das werden die meisten sein. Wir schauen uns erstmal die Größe vom Gezi Park an. Also es ist halt wirklich ein schöner Park. Der war davor nicht so schön, weil der halt relativ verwahrlost war. Ich kenne ja den Gezi Park noch von vor diesen Unruhen. Und da war das kein so ein schöner Ort. Aber letzten Endes hat der dann viel Ungemach ausgelöst. Man hat sich dann entschieden, ihn wieder zu renovieren, damit erstmal Ruhe ist. Und ich sage, es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Also schaut mal, jetzt kommt's. Ihr könnt ja hinter mir sehen, die Gebäude, ne? Durch die Bäume durch. Und jetzt gehen wir mal ans andere Ende des Parks. Und ihr seht jetzt im Hintergrund, das Grau ist das Marriott Hotel. Und da hinten ist das Divan Hotel. So, das ist das Divan Hotel. Da war ich auch damals an diesem Juni-Wochenende. Und wenn ihr euch jetzt mal die Dimension dieses Parks anschaut, na, also der ist jetzt nicht so groß. Das ist kein großer Park. So, und nun war ja im Prinzip die Aussage, man will die Natur schützen, man will diesen Park erhalten. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf den Park. Also wie gesagt, der ist neu gemacht worden. Der wurde auch umgestaltet, aber im Prinzip ist das der Park,
noch in seiner ursprünglichen Form. Aber wenn man sich jetzt hier so umsieht, ja, das... Also es ist halt echt überschaubar. Es ist jetzt nicht so, dass dieser Park die grüne Lunge Istanbuls wäre, wie das irgendwie damals rübergekommen ist. Und es ist jetzt auch nicht so, dass dieser Park die einzige Grünfläche hier wäre. 10 Minuten Richtung Meer, Richtung Beşiktaş, das ist alles grün. Ja, also da sind ganz andere Grünflächen als der Park hier. Da hinten ist das Radisson Beşiktaş und da sind auch riesengroße Parkanlagen. Da kann man eine Viertelstunde lang wirklich nur das Grüne laufen. Ich erzähle euch jetzt hier ein bisschen was über den Park. Und wie ihr seht, sind wir jetzt auch schon wieder durchgelaufen. Ja, also wir sind jetzt hier am Radisson Hotel. Hier ist der Springbrunnen und das war der Gezi Park. Und das war's. Was jetzt auch gesagt wurde, es hieß ja, dieser Park soll einem alten historischen Gebäude weichen. Und zwar einer alten Artilleriekaserne aus der osmanischen Zeit. Ich habe euch mal im Video auf YouTube, auf Facebook wird es noch nicht sehen, dann müsst ihr halt auf YouTube gehen, eine Verlinkung gemacht mit Bildern der Artilleriekaserne und mit Bildern von dem Projekt. So. Und wenn man sich die Bilder ansieht, dann wird man merken, die Artilleriekaserne, also das Projekt, würde sich auch auf diesen Bereich hier erstrecken. Und im Prinzip wird dieses Projekt oder wurde dieses Projekt so konzipiert, dass man halt die Artilleriekaserne in ihrer historischen Form aufbaut und den Hof komplett begrünt. So, und jetzt an die Leute nochmal, die Fußball spielen. Auf dem Hof dieser Artilleriekaserne war ein Fußballfeld. Das bedeutet, wer jetzt immer erzählt, aus Umweltschutzgründen und weil man den Park erhalten wollte, wollte man die Artilleriekaserne nicht. Dem rate ich wirklich mal ein Bandmaß zu nehmen, auszumessen, wie groß ist der Park und dann zu überlegen, wie groß ist ein Fußballfeld und dann zu überlegen, wie viel Grünfläche wäre denn wirklich verschwunden hier in der Innenstadt, wenn dieser Park wirklich durch die Artilleriekaserne ersetzt worden wäre. Ich könnte jetzt noch ein bisschen auf die Artilleriekaserne eingehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges, zentrales Element in der türkischen Historie. Also wir sind hier an einem Ort, an dem wirklich der Kampf tobt um die Seele der Türkei. Der Kampf zwischen Tradition und Moderne, zwischen Konservativismus und Liberalismus. Ja? Also hier trifft sich ganz, ganz viel. Und das ist ein Ort auch, dem ich in meinem Buch wirklich allergrößte Beachtung geschenkt habe. Ich werde übrigens 2 Bücher schreiben, ja. Eigentlich wollte ich wirklich so meine letzten 6 Jahre in Istanbul beschreiben, habe dann aber gemerkt, irgendwo gibt es da Informationsbedarf. Darum habe ich entschieden, statt ein Buch mit 200, 250 Seiten, 2 Bücher zu schreiben mit jeweils 100 bis 120 Seiten, weil ich habe gemerkt, ich habe schon 50 Seiten nur über den Gezi-Park geschrieben. Und im Prinzip, wenn ich das jetzt nochmal mit dem Putsch mache, habe ich schon mal 100 Seiten nur über Putsch und Gezi-Park. Weil ich den Gezi-Park einfach ausgearbeitet habe, weil ich gemerkt habe, da gibt es Informationsbedarf. Und darum habe ich entschieden, erstmal die ersten 3 Jahre zu behandeln und auf den Gezi-Park einzugehen. Und dann nochmal ein zweites Buch zu schreiben, wo ich auf den Putsch eingehe. So, also so viel zum Thema Mythos Gezi Park. Und jetzt zum Mythos Nummer 2. Hier hinten seht ihr das ehemalige oder das, was von übrig ist, vom Atatürk Kulturzentrum. Ganz nebenbei hinter mir ist ein Straßenhund. Ja, der ist riesengroß. Ich glaube, das ist ein Kangal, obwohl er für einen Kangal relativ klein ist. So, was hat es jetzt mit dem Atatürk Kulturzentrum auf sich? Also es heißt ja mal, der Erdogan, der will irgendwie das Erbe von Atatürk beseitigen. Ihr müsst über dieses Gebäude wissen, das ist 1969 gebaut worden.
wurde. Kurz darauf hat es da drin gebrannt. Und dann hat man es wieder renoviert und in Betrieb genommen. Und ja, irgendwie war das ständig baufällig. Also da musste dann ständig was gemacht werden. Bis dann irgendwann mal die Stadtverwaltung gesagt hat, nee, ist uns zu teuer, wir legen still und reißen es irgendwann ab. Und der Abriss, der schreitet gerade voran. Ja. Und was ich gerade gestern ganz interessant fand, oder vorgestern, da meinte irgendjemand, ja, du erzählst ja Blödsinn. Erzähl mal lieber was über die Zerstörung des Atatürk Kulturforums oder Kulturzentrum. Gut, dann erzähle ich jetzt mal was über die Zerstörung des Atatürk Kulturzentrums. Also, die Regierung hat beschlossen, dieses alte Gebäude wegzureißen, um den Sohn des Architekten des Atatürk Kulturzentrums hinzuzuziehen, um ein neues Atatürk Kulturzentrum zu bauen. So, und das sieht dann als Projekt so aus. Also das ist jetzt das neue Atatürk Kulturzentrum. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Ihr könnt ja mal im Internet eingeben, AKM oder Atatürk Kulturzentrum. Da werdet ihr sehen, das alte Gebäude war nicht so schön. Er war relativ grau, auch runtergekommen. Wurde ja auch jahrelang nicht mehr benutzt. Ja, dann haben wir hier mal so einen Blick auf den Innenteil. Ja, und die AKP-Regierung baut halt dieses Kulturzentrum jetzt auf. Und da steht natürlich die Frage im Raum, naja, wenn die halt jetzt wirklich gegen das Erbe von Atatürk angehen, warum bauen die dann so ein zentrales Objekt seines Erbes wieder auf? Passt ja irgendwo nicht, ne? Ganz interessant ist auch, ihr seht hier mal die Draufsicht. Ja, und da, hier ist wieder das, da oben ist das Marmara Hotel. Und das hier sehr schön zu sehen ist, das wird hier alles eine Fußgängerzone. Ja, also ihr seht ja, dass hier wirklich Bambule ist. Hier sind überall Autos, hier ist immer Stau, hier ist immer die Luft dreckig. Hier fahren die Dollmuschlangen oder die Staatener Richtung asiatische Seite, Richtung Europa. Aber die Stadtplanung hat entschieden, dass das hier alles Fußgängerzone wird und dass hier keine Autos mehr rein dürfen. Da ist jetzt wieder Mythos Nummer 3. Ja, der ganze Neoliberalismus, den ja der Erdogan der Türkei bringt, ja, wie mal gesagt wird, wie verträgt sich das denn jetzt mit einer Verkehrsberuhigung der Innenstadt? Ja, also es ist jetzt nicht so, dass hier einfach ein Dieselverbot erlassen wird, womit man sich wirtschaftlich ein totales Eigentor schießt, sondern es ist halt so, man verbannt halt die Autos direkt aus der Stadt, komplett alle. Und damit hat man halt eine geringe Schadstoffbelastung der Umwelt in der Innenstadt. Wobei ich auch sagen muss, die Luft hier in der Innenstadt ist echt nicht die beste. Also, das muss man echt mal so sagen. So, ich glaube, das war es jetzt, was ich sagen wollte. Jetzt gehen wir uns mal die Istiklalstraße an. Guck mal, die ist ja gleich in der Nähe. Nun sind wir auf der Istiklalstraße auch angelangt. Und hier sieht man halt echt wunderschöne Gebäude. Mir gefällt die Istiklalstraße in ihrer Mischung aus Moderne und traditioneller Architektur. Das ist hier voll die Partymeile. Hier ist ein ganz interessanter Ort. Den muss ich euch zeigen. Und zwar war's direkt hier vor mir, also da gehen wir jetzt rein, die San Antonio Kirche. Das heißt ja immer, oh, die armen Christen in der Türkei, die ist irgendwie um die Jahrhundertwende 1900 oder so hier gebaut worden, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber was ich euch sagen kann, das Gebäude ist halt echt ein Hingucker. Also allein der Hof ist schon mal einen Blick wert.
So, und jetzt seht ihr mal die Kirsche. Ja, also die ist echt wunderschön, wenn ich bedenke, dass da in Deutschland gerade eine Kathedrale weggerissen wurde, damit man mehr Braunkohle fördern kann. Wird mir speiübel. Echt. Aber hier, wunderschön. So, dann ist hier auch nochmal dann ist die Jungfrau Maria. Auch zentraler Bestandteil, glaube ich, im Koran. Also ich bin Agnostiker, ich habe es nicht so mit Religion. Aber die Maria ist wohl auch irgendwie ein Teil des Korans. Wollen wir drüber sprechen, der Ahnung von hat. Ich sage dazu nichts. Und hier. Das war die nostalgische Straßenbahn, heißt hier. Nur kann ich jetzt nicht wörtlich übersetzen. Das ist die Straßenbahn, die halt zentral auf der Istiklal langfährt. Und nächste Station ist jetzt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Jetzt werdet ihr mal was ganz, ganz, ganz Interessantes sehen. Was die meisten nicht wissen, ist, dass Istanbul die zweite Stadt der Welt war, die eine U-Bahn hatte. Ist wirklich so. Als für mich als Deutsch nämlich natürlich ein schwerer Schlag. Nicht wir Deutschen haben die erste U-Bahn der Welt gebaut, sondern die Engländer. Ja, und dann haben die Türken die als zweite gehabt. Schaut mal. Hier ist jetzt, also wir sind jetzt hier unten am Wasser, ja. Und diese U-Bahn, die führt den Berg hoch, seht ihr, bis nach oben zur Istiklalstraße, da wo wir gerade waren. Und diese U-Bahn ist ca. 600 Meter lang und 1860 oder so gebaut worden. Ja, und das Witzige ist, man sieht nämlich im Hintergrund, man erkennt es nicht so, aber das Witzige ist, es ist auch kein lineares Gefälle, sondern das ist eine Parabel. Das heißt, es geht erst so und dann geht es erst hoch. Das war also nicht ohne diese U-Bahn zu bauen. Und im Zusammenhang damit steht natürlich jetzt wieder die Frage im Raum. Jeder kennt ja den Begriff der kranke Mann am Bosporus. Ne? Diese Geschichte von wegen, das Osmanische Reich zerfiel und das war alles total marode. Und da frage ich jetzt mal, wenn eine Nation zerfällt und wirtschaftlich so marode ist, wie können die denn die Zweiten auf der Welt sein, die so eine technische Meisterleistung vollbringen? Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt gesehen hat, aber das Witzige ist, also dass diese U-Bahn hat halt wirklich nur eine einzige Spur und in der Mitte fahren die beiden Bahnen dann immer einander vorbei. Und jetzt sind wir gleich angekommen, oben am Tunnelplatz. Also ich bin jetzt natürlich erstmal runtergefahren. Ja, nicht, dass euch jetzt wundert, wie kommt denn es, wir sind jetzt auf einmal da, wieder an der Istiklalstraße. Also ich bin jetzt erstmal runtergefahren, um euch, ich sag mal, die komplette Bahn zeigen zu können, um unten einzusteigen und euch zu zeigen, dass man hier wirklich recht steil hochfährt. Und zweite älteste U-Bahn. Zweite älteste U-Bahn von ganzer Welt. Ja, ja, direkt nach der Londoner Bahn gebaut. Ja, nach 1860. Ach so ein Mist, ich bin nicht der Einzige, der das. So. Also, ja, wie gesagt, 1860 gebaut. Und das Interessante ist, ich habe ja in einem anderen Video schon das Projekt Marmaray angesprochen, das auch um die gleiche Zeit, ja,
projektiert wurde, aber es ist halt nie in die Tat umgesetzt worden. Und die Tünel hinter mir ist halt ein schöner Beleg, dass halt dieses Osmanische Reich technologisch durchaus Stand der Zeit war. Die waren wirklich nicht hinterher, das war nicht irgendwie so hinterwäldlerisch, ja, also das war damals richtig modern. So, dann gucken wir uns nochmal eine andere spannende Sache an und dann ist für heute Feierabend. Es wird nämlich schon dunkel, wie ihr seht. Zurück am Taksimplatz kommt jetzt natürlich noch von mir ein Tipp. Ganz wichtig, wer mal nach Istanbul kommt. Dem empfehle ich bei Kizilkaylak einen Islak Hamburger zu essen. Das ist nämlich der erste und einzige Islak Hamburger, beziehungsweise das ist der originale Islak Hamburger. Ja. So sehen die aus. Und damit will ich mich für heute mal verabschieden. Viele Grüße nach Deutschland. Ich werde jetzt erstmal den Hunger stillen. Haut rein, bis dann.